Monatelang hat der Fotograf Raimund Schwarz den Umzug des Unternehmens Leica nach Wetzlar mit seiner Kamera begleitet, verfolgte dabei sowohl Baufortschritt als auch die Menschen hinter der Marke durch seinen Sucher. Das Ergebnis ist ab Montag in einer Ausstellung im Wetzlarer Rathaus zu sehen. Also ich schätze die Leica auf jeden Fall. Also ich sehe das nicht als ein völlig überteuertes Spielzeug an, was für Nerds und für Scheichs und Millionäre gedacht ist. Wobei ich mich da ganz speziell auf die M-Serie beziehe. Das ist wirklich eine tolle Kamera. Sie ist halt für meine Art der Fotografie nicht so gut einsetzbar, weil ich nicht schnell genug damit bin. Also da nutze ich dann schon die heute gegebenen technischen Möglichkeiten aus, weil ich oftmals die Quadratur des Kreises brauche. Ich muss also innerhalb kürzester Zeit, gerade in solchen begleiteten Projekten wie bei Leica, wo also immer jemand dabei ist, wo es Zeitfenster gibt, muss ich eben einfach sehr schnell arbeiten. Den Leica-Umzug zu fotografieren und das Entstehen des 65 Millionen Euro Leitzparks im Bild festzuhalten, war für Raimund Schwarz eine Herausforderung, die ihm aber viel Spaß bereitet hat. Beeindruckt hat mich vorrangig die Architektur. Das war wirklich schön. Also ein sehr schönes Gebäude. Es ist sehr sinnlich mit Linien und Kurven und Rundungen. Also es ist wirklich schön. Das hat mich am meisten beeindruckt, die Architektur. Ansonsten fand ich es ganz spannend zu sehen, mit welcher Präzision und mit welcher Hingabe und auch mit Engagement die Menschen da drin arbeiten. Also das ist wirklich was, wo man sagen muss, okay, dieses deutsche Wertarbeit kriegt da ein Bild. Die Neugier ist die Triebfeder des Fotografen. Also im Prinzip ist das in fast allen meinen fotografischen Projekten so ein bisschen die Sendung mit der Maus. Also wirklich das zeigen, ich will wissen, ich bin verdammt neugierig und ich will wissen, was machen die da, wie geht das, warum funktioniert das, wie anstrengend ist das und ich möchte sehen, wie die Menschen dabei sich bewegen, wie sie die Dinge tun und das eben einfach zeigen. Ich muss also nicht, wenn ich mit einem Vorstandsvorsitzenden fotografisch zusammenarbeite, ihm wie so ein Journalist das gerne tut, auf Augenhöhe begegnen, sondern ich kann wirklich die Sendung mit der Maus machen. Ich kann ihn ganz viele Sachen fragen, die mich schon immer interessiert haben. Ich kann in der Industrie mir ganz viele Sachen angucken, wo ich schon immer mal wissen wollte, wie wird das denn gemacht und wie kann ich das dann fotografisch auch noch zeigen, schön zeigen, interessant zeigen. Doch nicht nur seine Neugier wird befriedigt. Die Arbeit mit der Kamera bietet für den 42-Jährigen eine einzigartige Möglichkeit, sich auszudrücken. Halt, sonst ist das für mich sehr, sehr schwierig im Leben, mit Menschen in Kontakt zu kriegen, weil ich denke, ich müsste da Erwartungen erfüllen, eben auf so eine Augenhöhe sein und so. Und das kann ich gar nicht gut. Und dann ist das Spielen mit der Maus oder die Sendung mit der Maus, also mit der Kamera, das Arbeiten, das bringt mir eine Distanz da rein zwischen mich und das Geschehen. Und dann kann ich da wirklich meine Emotionen einfach Lauf lassen, ohne dass mein Gehirn das blockiert. Also es ist einfach wirklich, der Bauch sagt, oh, das Bild, das will ich. Und das Gehirn stellt dann nur noch die Parameter an der Kamera und an der Optik, im Blickwinkel und so bereit.